Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind von der neuen Mittelschule 3, Stelzhammer Schule, und präsentieren Ihnen einen Radiobeitrag von den Schülerinnen und Schülern der 3a, der 3b und der 3c. Wir haben Interviews zum Thema Rauchen, Asylwerber und zum Thema Mobbing gemacht. Rauchen ist schädlich und kostet viel Geld. Viele Jugendliche beginnen zu rauchen, weil sie es cool finden. Und sie können, wenn sie erwachsen sind, nicht aufhören. Hören Sie jetzt die Interviews unserer Schulkollegen. Was würden Sie machen, wenn eine Packung Zigaretten 10 Euro kostet? Nicht rauchen. Dann muss ich aufhören. Wir kaufen es trotzdem. Eine Packung 10 Euro. Naja, weiter rauchen. Falls ich weiter rauchen würde, ich würde, glaube ich, das Rauchen aufhören. Ich würde sofort aufhören. Sofort aufhören, ja? Dann würde ich aufhören zum Rauchen. Dann kann ich mir es nicht mehr leisten. Dann muss ich irgendwas suchen, was anderes. Was geben Sie pro Monat für Zigaretten aus? Gar nichts, weil ich Nichtraucher bin. 5 Euro für Wurzeltabak. Ich glaube 420 Euro. 25 Euro. Nicht so viel. 20 bis 30 Euro. 56 Euro, ganz genau. 400-500 Euro. Moment mal, circa 70 Euro. Was könnten Sie stattdessen mit dem Geld machen? Sparen. Vielleicht für Netflix-Abo investieren oder sowas in der Richtung. Sparen auf eine große Reise. Ins Kino gehen. Ja, würde ich mir mehr Sachen kaufen, andere Sachen. Was glauben Sie, wirkt sich der Zigarettenkonsum auf Ihren Körper aus? Ja, soll ich sagen, beruhigt mich irgendwie. Negativ. Er macht mich sehr nervös, er macht mich unruhig und es ist einfach dieses Abhängigkeitsgefühl furchtbar. Aber ich bin dabei und ich werde hoffentlich bald es schaffen, dass ich aufhöre. Je nachdem, wie man einschränkt oder halt ausatmen lässt. Aber im Endeffekt halt nicht immer gut. Also von Raucherhusten am Morgen bis zu irgendwas in der Richtung ist viel drinnen. Sehr negativ, leider Gottes. Leider Gottes sehr negativ. Dass ich wenig Kondition habe, dass ich nicht gut atmen kann, dass ich... Also ich kenne das, wenn man nicht raucht und man fühlt sich recht viel freier, wenn man nicht raucht. Oh, das ist eine gute Frage, junger Mann. Ich war früher ein Sportler, ne? Und ich war ein Skilehrer und ich habe 8 Jahre geboxt beim ASV Dachau, ne? Und ich war unzerstörbar, ne? 6,3 Liter Lungenvolumen habe ich gehabt. Jetzt habe ich nur noch 2,4. Nee. Ich kann, wenn ich jetzt einen Dauerlauf hinlegen muss, über 3000 Meter, was ich vorgestern gemacht habe, dann brauche ich einen Notarzt. Nee. You ain't nothing but a troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you got your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I'll have the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. Giving
keep doing the same damn thing, thinking one day we gon' change. But you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada. Picture like a glove, girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it feel so good but hurt so bad? Und nun kommen wir zu unserem nächsten Thema, Asylwerbern. Unsere Schulkollegen und Schulkolleginnen haben Passanten dazu befragt. Was wissen Sie über Asylwerber? Dass sie in Not sind, ja. Dass die Asylwerber es sehr schwer haben. Dass sie große Schwierigkeiten haben. Dass es sehr viele gibt und dass es immer mehr werden. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil bei uns beim Land schaut, das ist ein wenig anders aus wie in der Stadt. Deswegen kann ich nicht viel darüber sagen. Nicht arbeiten, das weiß ich und das finde ich ziemlich blöd, an sich gesehen. Leider nicht recht viel, also es gibt immer mehr in Österreich, es versuchen immer mehr Leute, dass nach Österreich kommen und unter anderem werden dann in Österreich auch viele Menschen aufgenommen, aber über die Verträge oder so, weiß ich leider nicht recht Bescheid. Grundsätzlich ist es, glaube ich, eine schwierige Situation, sie dürfen nicht arbeiten gehen, sie werden untergebracht, meistens in Massenunterkünften. Müssen ewig lang warten, bis sie einen Antrag stellen können. Den können sie schon stellen, aber bis überhaupt eine Bestätigung oder eine Ablehnung kommt, dauert es ewig und somit sind ihnen im Prinzip Hände und Füße gefesselt und sie dürfen nichts außer warten. Was ist Ihre Meinung zu den Asylwerbern? Ja, jeder hat das Recht, dass er hingeht, wo es ihm besser geht wie zu Hause. Hm? Zu Asylwerber, da habe ich jetzt keine spezielle Meinung darüber. Tatsache ist, dass man sich, wenn man sich die Einzelschicksale der Asylwerber anhört, eigentlich feststellen muss, dass die Gründe für den Asylantrag sehr, sehr vielfältig sind. Ja. Vom Bürgerkrieg angefangen über Naturkatastrophen etc. Und im Prinzip jeder Asylwerber ernst zu nehmen ist. Ich gebe nicht die Asylwerber schuld, ich gebe der Politik schuld, dass wir so einen Grant einfach auf die ganzen Leute haben. Das ist meine Meinung dazu. Wenn jemand wirklich Asyl benötigt, dann soll er es auch bekommen. Wenn jemand herkommt, um es sich bei uns in der Hängematte bequem zu machen, dann soll er wieder gehen. Ich fände es in Ordnung, dass Asylwerber nach Österreich kommen, soweit sie sich in die Gemeinschaft einbringen, wenn sie da arbeiten, wenn sie die Sprache lernen und wie gesagt, wenn sie sich einfach einbringen und auch ein bisschen anpassen können an die österreichischen Sitten. Ich finde, es kommen viele, die in Österreich eine Chance hätten, eine gute Chance hätten, gut zu überleben, wenn man ihnen diese Chance auch gibt. Meine Meinung ist, dass man ihnen das nach Möglichkeit erleichtern soll, wenn das hier einen Asylantrag stellen können, wenn sie mal etliche Jahre da sind. Meine persönliche Meinung ist in dem Sinne, dass man eine Regelung, eine sinnvolle Regelung treffen muss, über die man sehr ernsthaft zuerst nachdenken muss, sinnvolle Regelung treffen muss und schauen, wie man sie eingliedert oder beziehungsweise wie man mit diesen umgeht. Ja, das hängt davon ab, ob Menschen aus wirtschaftlichen Gründen Asyl bekommen wollen oder aus humanitären Gründen, das heißt, dass sie flüchten müssen und so weiter. Und da gibt es eigentlich eine klare Regelung, die auch gut funktioniert. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist die Zeitdauer, die benötigt wird, um festzustellen, ob er Asyl bekommt in Österreich oder nicht. Da liegt einiges im Argen und das gehört im Sinn der Asylwerber auf jeden Fall verbessert, dass es schneller entschieden wird. Asylwerber? Ja, ich war selber einer. Meiner Meinung nach. Zu Asylwerbern. Ja, das sind Menschen in Not, die geflüchtet sind. Wie könnten Sie persönlich die Asylwerber unterstützen? Ich persönlich wahrscheinlich gar nicht. Also ich spende zum Beispiel immer relativ viel Kleidung für die Caritas. Persönlicher Mensch alleine gar nicht. Muss ich sagen, bei uns eher oben sind, wenn ich, ja, wir haben schon Asylantenheim daheim,
und da dementsprechend schon mit Bandgespenden und was auch immer, beziehungsweise auch solche Fahrgemeinschaften machen, dass man es mitnimmt überall hin und dass wir eben dementsprechend da zum Beispiel Kinderbetten haben wir schon gespendet und die ganzen Sachen, sowas auf die Art, dass man es einer so wohl wie möglich macht bei uns. Boah, da gibt es viele Möglichkeiten. Es ist zum einen finanzielle Unterstützung, psychologische Unterstützung, ihnen zuhören, Gespräche suchen mit denen. Da gibt es bestimmt genug Möglichkeiten. Wahrscheinlich in Kommunikation treten, miteinander sprechen und finanziell vermutlich, wenn das möglich ist. Indem ich mehr Informationen einhole und mich informiere. Ja, ich habe keine andere Möglichkeit, außer dass ich irgendwo einer Institution eine Geldspende gebe. Ja, oder dass man es irgendwo weiterverweist, wo sie Ansprechpartner haben, die richtigen. Weil selber ist man nicht so informiert und kann nicht immer sagen, jemand, der muss, man muss sich auch selber erst richtig informieren über das Thema. Man könnte einer zumindest das Gefühl geben, dass willkommen sind in Österreich, dass man sagt, okay, wenn von dir was kommt, dann kriegst du von mir was zurück. Und so konnte ich mir vorstellen, dass ich es unterstützen kann. Was glauben Sie, bedeutet es für die europäischen Staaten, dass Flüchtlinge kommen? Ja, eine Belastung. Auf jeden Fall eine finanzielle Belastung, auf jeden Fall. Ja. Und das gehört, die Quote gehört aufgeteilt auf alle Länder. Nicht, dass die einen über 600% haben und die anderen haben nicht einmal 9%. Das ist ganz eine wichtige Regelung, die getroffen gehört. Ja, grundsätzlich ist es jetzt gerade ein Riesenthema. Es gibt ja eine enorme Flüchtlingswelle, die momentan auf Europa zurollt. Grundsätzlich denke ich aber, dass Europa hier mitverantwortlich ist für diese große Flüchtlingslawine. Ja, das ist ein Problem, das sehr dringend gelöst gehört. Mehr Mäuler zu stopfen, würde ich mal sagen. Ja, es ist schwierig, aber je mehr Menschen das da sind bei uns, in unserem Land, desto mehr ist er zum Zahlen und desto mehr müssen die Österreicher halt bezahlen. Und wenn dann die Asylwerber nichts machen, dann ist es schwierig für die Österreicher, dass sie es akzeptieren, dass immer mehr Asylwerber kommen. Naja, es ist sehr aufzupassen, dass es keine Überbevölkerung gibt. Und es ist dahingehend aufzupassen, dass die wirklich jene, die Asyl ansuchen oder die Asylwerber sind, dass dann kein Schindluder getrieben wird. Dass nicht der Sozialstaat oder die europäische Gemeinschaft ausgenutzt wird. Was da gerade im Begriff ist zu geschehen, beziehungsweise was da gerade geschieht, ist eine Völkerwanderung. Das ist nichts anderes. Und wenn sich die Herrschaften in Brüssel nicht sehr schnell was einfallen lassen, dann wird das böse enden. Naja. Das muss man eben unterscheiden, welche Flüchtlinge kommen. Die tatsächlich Flüchtlinge sind oder die nur zu uns kommen, weil sie sich da ein wirtschaftlich besseres Leben erwarten. Die können wir einfach nicht aufnehmen. Das geht sich einfach von der Zahl derer nicht aus, die zu uns kommen wollen und jener, die wir aufnehmen können. Was es für die europäischen Staaten bedeutet, dass Flüchtlinge kommen? Ja, dass sie Arbeitsplätze einnehmen, die Europäer nicht machen, zum Beispiel. Ich sehe es als Chance. Natürlich als Pflicht. Ja, was bedeutet das? Dass man so gut als geht Hilfe angedeihen lässt. Nun zu einem neuen Thema, das uns auch in unserer Schule betrifft, das Mobbing. Hören Sie eine Diskussion zwischen unseren Schulkolleginnen. Kam es schon einmal in eurer Klasse zum Mobbing? Ja, in unserer Klasse kam es schon öfters zum Mobbing, wegen Pickel oder wegen Aussehen oder wegen der Körperform oder wegen einem Make-up. Was verstehst du unter Mobbing? Unter Mobbing verstehe ich, wenn man jemanden gewaltsam verarscht, mit Wörtern verletzt und bedroht und das auf längere Zeit. Man wird mit Wörtern fertig gemacht. Was glaubst du, warum macht man Mobbing? Weil die Kinder cool sein wollen und bei den besseren Kindern dazugehören wollen. Weil sie öfters angeben wollen und zu den coolen Gruppen dazugehören wollen. Die wollen damit lustig sein. Wie würdest du dich fühlen, wenn du gemobbt wirst?
Also das erste Mal sehr schlecht, wenn man, also... Man wird oft damit verletzt und so, und man weiß nicht mehr, was man tun soll. Ja, man fühlt sich niedergeschlagen, man fühlt sich, wie wenn man keine Freunde hat. Also so würde ich mich fühlen. Und man fühlt sich einfach ausgenutzt. Und einsam. Und man hat auch öfters keine Lust, in die Schule zu gehen, weil wenn man öfters gemobbt wird, dann hat man auch keine andere Logik, außer manche zum Schlägern oder zurück zu verarschen. Wie verbreitet sich die Stimmung in der Klasse? Also meistens nicht sehr gut, weil wenn meistens einer auf den anderen zugeht, dann gehen auch die anderen Schüler, die mit denen befreundet sind, auch da auf den einen zu. Ja, das Problem ist, dass alle Mitläufer sind. Wenn einer gemobbt wird, gehen alle auf den los, weil die sich damit geil fühlen. Nur manche Freunde halten zu dem Kind, der gemobbt wird. Was kann man gegen Mobbing unternehmen? Man könnte sich an einen Lehrer wenden oder man könnte mit den Eltern darüber sprechen und dann gemeinsam mit denen eine Lösung finden. Oder ein Gespräch zwischen den Schülern, also zwischen den Opfern und den, da was den mobbt. Also das Wichtigste an sich, an einer erwachsenen Person sich anzuschließen. Oder mit jemandem zu reden, mit dem man so wirklich vertraut. Ich bedanke mich bei euch dreien für die Diskussion. Bitte. Gern geschehen. Wir hoffen, unsere Beiträge haben Ihnen gefallen. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Die Schülerinnen und Schüler der Stelzamer Schule verabschieden sich sehr herzlich von Ihnen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.